Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Okay, wir machen am Dach weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob unser Freund hier unten schon reingegangen ist oder nicht. Wir müssten aber eigentlich jetzt wirklich genügend Treppen haben, um hier richtig hochzukommen und am besten auf der anderen Seite auch wieder runterzukommen. Wobei, hier geht schon echt ganz schön viel jedes Mal drauf hier für so eine... Was sind das jetzt schon? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. 11 Stück, oder? 3, 6, 9, 10, 11. So ist es, so ist es. Okay, und wo ist die Mitte? Die Mitte ist noch nicht erreicht. Das heißt, hier kommt noch einmal eine Reihe aus Elfen rauf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 und 11. Gibt es einen Trick bei Treppen, wie man die irgendwie schneller setzen kann? Ich weiß es leider nicht. So. Okay, aber da hier oben dann Slabs hinkommen und ich keine Slabs dabei habe, außer hier den Schwarzeichenholzstufen, werde ich mal auf der anderen Seite beginnen. So, unten ist da und da. Hoppla. Wobei, geht ja, ne? Mist. Na. Komm, muss ich hier oben drauf stehen. Zack. Und da kann ich schon mal wieder neu machen. Na denn. Kein Problem. Aber es wird nicht reichen. Es wird überhaupt nicht reichen. 12 Stück, das ist ja gerade mal knapp über eine Reihe. Toll. Na toll! Und da mir hier noch 3 Stück fehlen... Na komm schon, komm schon. Will ich jetzt auch die nächste Reihe nicht ganz voll. Und bam. Fertig. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Vorher muss ich Zeugs holen. Dann... Aua, geht es schon. Au! Hey! Mich nachgeboxt, unglaublich. So, ich kann hier noch was ein... Ich kann dir doch nichts mehr einsammeln. Das ist nur der, den ich hier schon hingepflanzt hatte. Ach, herrje. Stimmt, ich hatte alle, die ich aufgesammelt hatte, hatte ich schon hier eingepflanzt, ne? Na dann, wollen wir doch mal hier die Axt schwingen. Das ist ja glücklicherweise nur ein ganz kleines Bäumchen hier geworden. Na, immerhin. Ach, wartet mal. Jetzt muss ich hier drauf hüpfen. Oh, schlechte Sache. Na. Der hüpft mir sonst hinterher. Das lassen wir mal lieber. Und bäm. Gut, das sind 26. Das ist auch... Auch nur was für einen hohlen Zahn. 16 Stück. Ach, dafür hätte ich gar nicht hier raufkommen müssen. Mensch, das ist doch viel zu wenig, ehrlich. Na gut, jetzt kann ich das Ding hier wenigstens einsammeln. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Habe ich hier nicht noch mehr irgendwo hingesetzt? Doch, da ist noch einer. Ist aber nicht hochgewachsen. Wie schade. Und hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Hör mal, Karl, pass bloß auf, dass die Bäume dich nicht schlagen. Ich habe gesehen, die machen das gelegentlich. Seltsam, aber so ist es. Gut, dann nehmen wir halt dieses Bäumlein noch. Was ich momentan mache, ist schon wieder nur so die Bevorratung für den Augenblick, ne? Beziehungsweise nur Bedarfsabbau und keine Bevorratung. So wäre es eigentlich richtig. Okay. Vielleicht nehme ich noch den kleinen hier. Schwupp, schwupp. Ach Gott. Das war aber mickrig. Gleich nochmal hingehen, um dann die anderen abzuernten. So, hier ist
was runtergefallen. Ja, einen Apfel, immerhin einen Apfel. Besser einen Apfel haben, als keinen Apfel haben, würde ich sagen. Ne? Wie ist denn das? Ah, machen wir es lieber so. Ich glaube, der kommt da nicht von unten hoch, oder? Das würde mich jedenfalls jetzt sehr wundern. Okay. Ach, verdorre ich nochmal. Okay, ich kann es jetzt kontrollieren. Ja, ja, da kommt er nicht rauf. Da kommt er nicht rauf, da kommt er nicht rauf. Da kann er lange probieren. So, ich habe aber noch eine gute Idee. Damit ich hier auch nicht hüpfen muss. Aber ich mochte es so. Klick, da kommt er auch nicht rauf. Und ich habe noch zwei. So, und wehe, du fliegst jetzt wieder runter, Roger. Aufpassen. Okay. Das sieht gut aus. Dann machen wir mal weiter. Das geht mir echt immer zu langsam hier mit den Treppen. Wenn man die Treppen vor irgendeine Reihe an Blöcken setzt, dann geht es ja. Aber wenn man die versucht, hier so schwebend zu machen, sieht das echt schon mal wieder ganz anders aus. Okay, ich habe noch 21 Holz. Bitte, danke. Ha, das sollte jetzt immer ausreichen, oder? 40, 4 Reihen sind das. Jo, damit kommen wir aus. Da würde ich doch sagen, kommen wir mit aus. Ja, die brauchte ich jetzt auch. Weil ich nämlich hier irgendwie erstmal wieder dahin kommen muss. So. Ha, genau. Und dann kommt schon nur noch eine. Dann habe ich ein paar mehr Treppen als nötig, aber das ist ja gut. Die können wir ja dann wieder unten gegensetzen. Okay. Und die letzte Reihe. Und dann machen wir aus den restlichen Hölzern noch Slabs. Ja, und dann? Und dann? Ja, irgendwas Cooles machen, oder? Ich könnte mir dann zum Beispiel nochmal überlegen, wie wir das denn am besten vielleicht machen mit den, mit dem Aufstieg hier ins erste Stock. Die sollen ja schließlich auch nach oben gehen können. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ups. Und das war alles falsch. Gut, 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 gut. Weil ich es kann, mache ich die jetzt einfach hier so hin. Und da auch. Und dann noch, wo möchte ich den jetzt hier am besten? So. Genau, damit ich hier etwas besser stehen kann, ne? Und so? Ja, genau so wollte ich das. Mist, der ist doch runtergefallen. Gut, das Ganze auf der Seite auch nochmal. Einfach nur, damit das Dach halt von außen ein bisschen ordentlicher aussieht und nicht so ganz so krasse Treppen hat. Der Damm! Wunderbar! Ach so, ich muss natürlich auch... Autsch! Ich muss jetzt natürlich auch noch Wolle holen, ne? Die habe ich hier natürlich jetzt gar nicht. Jetzt könnte ich ja natürlich innovativ sein und einfach andere Wolle nehmen, aber wisst ihr was? Ne, ich glaube, das sieht scheiße aus. Ach, guck mal, habe ich ja hier auch gemacht. Habe ich das hinten auf der anderen Seite auch schon gemacht? Ne, hier habe ich das vergessen. 1, 2, 3. Zumindest schon mal ein bisschen. 1, 2, 3. Jetzt habe ich noch 5 und genau die brauche ich auch, weil ich nämlich hier unten nichts dran gesetzt habe. 1... 2 und hinten auch noch. Ach nee, der Karl ist hier drin. Schau an. Schau an. Ja, oben ist noch offen. Ich denke, spawnen wird da keiner drin. So,
So, ich habe auch keine Nachbarn mehr hier, die irgendwie am Zaun stehen und sehnsüchtig auf das leckere, saftige, rosafarbene Fleisch meines Dörflers, muss man ja sagen. Nicht meiner Dörfler, sondern meines einen Dörflers gucken. Wehmütig und hungrig. Aber ich nix. Den könnt ihr nicht haben. So, jetzt muss ich doch noch mal überlegen. Türen. Wolle sowieso auch. Und da, was haben wir hier? Hellgrau und weiß. Und oh, dann nehmen wir Weißwolle. Okay. Kann ich noch was wegbringen? Können schon. Wollen? Wollen nein. Aber ich schlafe mal die Nacht weg. Dann kommt der Karl auch wieder raus. Finde ich immer schöner, wenn er draußen rumrennt. Oh, ein Creeper-Schwein. Der Creeper da hinten sieht aus wie ein Pilz. Hey, Creeper-Lilly. Das hat geleckt, würde ich sagen. Ach du Schande. Okay. Autschen. Haben wir schon wieder Terraforming im Wald gemacht hier. Wollte ich doch gar nicht. Aber mal gucken, wie es später aussieht. Es sieht eigentlich jetzt auch aus wie ein Creeperloch. Und dabei ist das nie ein Creeperloch gewesen, sondern es war mal ein See. Naja. Hier habe ich übrigens auch nicht aufgepasst. Und egal, was wir hier hatten, was ich hier weggehackt habe, es hat keine Dings gedroppt, keine Setzlinge. Naja. Und wie ist hier? Hier auch nix, ne? Meine Güte, die despawnen aber mittlerweile sehr schnell, muss ich mal sagen. Okay, ich muss hoch. Überlege allerdings, wie machen wir es denn jetzt? Soll ich direkt hier mal den Aufstieg machen? Oder vielleicht lieber erst im angrenzenden Zimmer? Wie wär's mit hier? Ja, dann mache ich das mal so. Okay. Und dann? Dann brauchen wir mal so einen Slab. Oder? Ja. Und dann bräuchten wir... Ach Mann, wie clever. So. Gut, machen wir es eben erstmal so. Ach so, noch kann der eh hier rauf. So, 12 Stück reichen. Dann machen wir hier oben erstmal zu. Ach so. Oh, Moment. Ich glaube, das muss noch ein bisschen höher, oder? Ja, ich glaube auch. Gucken wir mal eben. Ach so. Was war das denn jetzt für eine komische Verschwendung? So, hier müssen die drauf. Genau. 2, 3, 4. Genau. Toll. Super. Und weil ich das so gemacht habe, reichten die jetzt nicht aus. Gut, dass man die hier drunter einfach so abschlagen kann. Zack, zack. Okay. Und weiter geht's. Ach so. Ach, da oben muss ich... Ach, da muss ich auch erstmal so hin. Genau. Sonst sieht das ja doof aus. Und du noch? Prima, habe ich dich auch eingesammelt. Ach, schau an, da habe ich ja auch noch eine falsch hingesetzt. Habe ich sonst noch irgendwo eine falsch hingesetzt? Nö, ne? Ich glaube, das war's. Okay, also. Ich brauche Treppen. 4 Stück werden ja hoffentlich reichen. Ich mache auch noch einmal Snaps. So, wundervoll, wundervoll. Und dann versuchen wir jetzt hier irgendwie nochmal nach oben zu kommen. Okay, das heißt also, wir brauchen jetzt einmal hier eine Treppe.
Ja, genau. Und dann geht das hier nur so. Ist das denn so richtig? Ja, die Treppe würde bis hierhin gehen, wenn ich sie ordentlich gemacht hätte. So, und dann würde die nächste Treppenstufe da. Was habe ich jetzt getan? Ach so, alles klar. Ist es noch richtig so? Ja, ist es noch alles richtig so? Ja, okay. Gut, dann hat es geklappt, würde ich sagen. Dann müssen wir nämlich nur noch die hier hinbauen und dann können die Dörfler hier so einmal wendeltreppenmäßig rumlaufen. Okay. Bäm. Das war nämlich voll das falsche Ding. Hier muss ja eine Treppe rein. Und nicht etwa, genau, ein Slab. Okay. Nicht schön, aber selten, oder? Ich setz mal hier. So nicht. Ich wollte hier eine Treppenstufe hinsetzen, aber so. Klack. Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Ja. Kein Kommentar, ne? So. So ist es richtig. Und so ist es in etwa auch richtig. Nein, so sieht es überhaupt nicht richtig. Sieht blöd aus. So. Dann machen wir es lieber so. Gut, und hier unten müssen wir sowieso noch den richtigen Slab reinräumen, weil so ist das natürlich auch nicht schick. Ja, ich gebe zu, es ist keine tolle Treppe, aber eine funktionierende Treppe. 1, 2, 3, 4, 5. Komm schon. 6. Nein, er macht da keine Treppe raus, weil ein Schwarzeichenholzbrett dabei ist. Och, nö, es kann doch nicht wahr sein. Och, Mann. So, aber ich glaube, dieses hier, das kann ich da wieder hinlegen, ne? Zack. Da stößt sich doch keiner den Kopf, oder? Nö. Was, wenn man da runterfällt? Da fällt man gar nicht runter. Das ist auch wunderbar. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Wolle hier rein. Und ich glaube, dann sind alle glücklich. So, Seite 1 mit Zaun. Und Seite 2. Auch mit Zaun. Wundervoll, das Ding nehme ich mit, das brauchen wir nicht mehr. So, und wenn ich schon hier oben jetzt erstmal keine Türen mehr reinsetze, weil ich hier oben irgendwie was anderes mache, keine Ahnung. Ja, ja, man kommt ja hier durch, ne? Irgendwie kommt man halt hier durch. So. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal ins andere Haus, ziehe da mal die Türen raus und dann baue ich die Türen hier so außen hin. Ne? Genau, hier gibt es ja eine Leiter hoch. Oh, und unglaublich viele Türen. Naja, das mit dem großen Getrappel hat hier halt nicht so wirklich gut funktioniert. Ich geb's zu, er ist ja überhaupt nicht hier raufgekommen. Was wirklich komisch ist. Ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher, dass er das kann. Aber okay. Okay, wir haben jetzt hier bisher, wie viele Türen? Schon 3. Und zwar alle 3 hier in diesem Schwarzholz-Optik. Dann würde ich fast sagen, mache ich hier alle Türen in Schwarz-Holz-Optik. Ich habe ja noch einige. 11 Stück immerhin. So, die nächste. Und wenn meine beiden anderen Jungs da unten einfach nicht willig sind, dann werden sie halt hier nach draußen verfrachtet. Vielleicht ist einer von den beiden ja geneigt mit dem, 2 lasse ich mal, weil ich ja an irgendeiner Stelle auch die Wendeltreppe nach oben bauen muss. So, jetzt haben wir hier lauter Türen. Sehr schön. Innen drin brauchen wir jetzt natürlich auch wieder Türen. Für innen nehme ich jetzt mal hier die anderen Türen.
schön. Und die letzte, oder? Ja. Und die letzte Tür. Prima. So haben wir innen drin 4 Türen und außen 2, 4, 6 Türen. Das sind schon mal 10 Türen hier pro Haus. Perfekt. Gleiche mache ich hier nämlich auch noch. Oh, mit dem blutigen Fäusten, Mitcher. Okay. Mach so. Oh. Ich glaube, jetzt läuft hier mal doch einer außen rum, oder? Nee, ist alles noch unten. Oh, es ist wieder alles unten. Das finde ich schön. Die Geräuschkulisse finde ich sehr unangenehm, wenn ich ehrlich bin. So, hier darf ich auch noch. Und der noch. Hier ist die Treppe. Hier brauchen wir keine 2 Türen setzen. Das ist unsinnig. Tadam. Okay, ich glaube, das sind jetzt alle, ne? 2, 4, 5 und 6. Und innen drin dürften es wieder 4 sein. 1, 2, 3 und 4. Ach, perfekt. Nach oben können sie auch gehen. Dann habe ich also jetzt hier in jeder Hütte 10 Türen. Wunderbar. Klick. Da ist er schnell reingerannt. So, ich schau mal, dass ich jetzt hier in dieser Hütte auch noch eben die, so, wie war denn das jetzt? Ich habe in der Ecke angefangen, ne? Und bin dann so rausgekommen. Wartet mal. Dann muss ich hier, hier anfangen. Okay, also, es fängt an mit einer Workbench. Es fängt an mit einer Workbench. So, und hier muss ich andere Treppenstufen hinbauen, weil ich von den anderen nicht mehr genug habe. Reichen 4? Keine Ahnung. Ich werde es jetzt sehen. Ich werde es jetzt sehen. So, an diese Stelle. Ach, nee. Okay, wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ich muss gucken. So, hier kommt die Treppe hin, da kommt wieder so einer hin, da kommt die Treppe gleich hin. Ja, müsste gehen. Genau, wir finden uns jetzt hier zwar wirklich direkt an der Wand, aber raufsteigen werden wir ja hier. Oh, wie gut, dass ich jetzt hier geöffnet habe. Ich habe nämlich nicht daran gedacht, schwupp, hier oben auszuleuchten. Oh, doch, habe ich wohl. Hihi. Nee, war keine Absicht. Habe ich eigentlich gar nicht dran gedacht. So, dann kommt da hinten halt noch was. Da ist ja noch die eine Truhe. So, hier machen wir wieder zu. Da ist noch was drin, ne? Oh, dann werden wir die beiden Sachen halt jetzt mitnehmen. Und bam. Sehr schön. Gut, da brauche ich nichts. Doch, eine Fackel wollte ich da noch hinsetzen. Und die können wir ja dahin so setzen. Aber dann machen wir es vielleicht überall so, ne? Damit das einheitlich ist. Also direkt an die Wand. Gut, hell genug ist jetzt hier oben. Genau, hier sieht es genauso aus wie da unten. Ich werde jetzt nur hier noch die Anfangsstufe hinsetzen. Das machen wir so. Wobei, ist eigentlich gar nicht nötig, ne? Man könnte da auch so eine hinsetzen. Dann wirkt das Ganze vielleicht nicht ganz so wuchtig, ha? Oder? Ich schmeiß das hier mal weg hier. Okay. So, dann wirkt es vielleicht nicht ganz so wuchtig. Aber auch nur vielleicht. So, Klick. So, du kommst dahin. Wo haben wir das Licht? Das haben wir da. Gut, ich setze mal da unten auch noch ein Lichtlein hin. Wie machen wir das denn? So vielleicht? Oh ja, so sieht's gut aus. Hm, nee, das sieht jetzt hier nicht so gut aus. Da kommt vielleicht dann doch mal sowas wie eine Treppe drunter, oder? Ha, wäre ich eigentlich doof? Warum setze ich denn hier eine Stufe hin? Ach so, ja, deswegen. Wenn, dann muss sie einen höher.
Und warum kann ich das Teil jetzt nicht aufnehmen? Wegen der blöden Weizendinger. Ach. Oh. Leck, wie man gesehen hat. Ah, okay. So wirkt das Ganze ja gleich viel weniger, okay, es hatte schon so seinen Sinn, warum ich da die Treppenstufe hingemacht habe. Okay, deswegen, so. Genau, weil wir ja nämlich einen gesamten Block überbrücken müssen. Ja, prima, 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 prima. Drüben, wie gesagt, nochmal ganz kurz gucken, aber sieht aus, als hätte ich auch da oben ausgeleuchtet. Hey, Jungs! Hey, Jungs! Könntet ihr mal vielleicht so einen Dörfler-Zombie mitbringen? Huh? Ja? Oh, da hätte ich ja eine super Idee. Wenn hier mal Dörfler-Zombies kommen, ne? Von hier innen kann ich die bestimmt so einbauen, den Dach über den Kopf bauen. Da müsste ich hier mal irgendwo so mittig, ja, ja, ich weiß, ich fange schon wieder an zu spinnen, mittig irgendwo eine Truhe hinbauen für die Rückverwandlungstränke, ne? Naja, gut. Aber das nehme ich, denke ich mal, morgen in Angriff. Jetzt werde ich, wie gesagt, hier nur noch die gleiche Beleuchtung hinpacken. Jetzt noch da einen hin und da einen hin. Und dann bin ich glücklich und zufrieden, weil ich jetzt zwei Häuser habe. Tadam! Wie sieht's denn hier aus? Steht hier vielleicht auch irgendwo einer am Zaun? Zaungäste? Regen! Ich liebe Regen. Okay. Wie das Licht da jetzt hier auf den Stein glitscht. Bisschen seltsam. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, irgendwas stimmt hier nicht. Aber okay. Es ist jedenfalls kein gravierendes grafisches Problem, sonst hätte ich hier schon zu rabiateren Methoden gegriffen. Okay, Lieben, es ist ein weiterer Minecraft-Tag zu Ende gegangen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Tschüss!